Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin ganz unspektakulär unterwegs zum Bahnhof. Ich will die Radbahn Münsterland heute fahren. Entschuldigung. Die geht von Rheine nach Coesfeld über eine ehemalige Bahntrasse. Soll ganz nett sein. Habe ich schon länger auf dem Zettel. Die will ich heute mal fahren. Ja, das Wetter ist nicht so toll heute. Ich denke mal, die Frage ist heute nicht, wann ich den Arsch nass bekomme, sondern wie oft und wie heftig. Aber egal. Ich habe keine Lust, zu Hause zu bleiben. Ich habe Regenzeug mit und auch nochmal ein T-Shirt zum Wechseln. Dann sollte das schon gut gehen. Oh, Loch im Radweg. Ja, ich bin mittlerweile in Rheine angekommen. Den Bahnhof dann an der Innenstadtseite am besten verlassen. Und dann kann man auch schon das erste Logo der Radbahnroute sehen. Also sie startet nicht direkt am Bahnhof, aber ist ab da schon ausgeschildert. Ich muss mal gucken. Ich habe gerade festgestellt, habe mir die GPS-Daten aus dem Internet runtergeladen und ich glaube, da ist die Tour genau andersrum. Na egal, wird schon irgendwie gehen. Geschafft, ich habe die Radbahn Münsterland gefunden. Normalerweise würde ich sagen, ist es gar nicht schwer, die zu finden vom Bahnhof aus, aber da war jetzt gerade noch eine Sperrung und ohne Umleitung, beziehungsweise die Umleitung, die war erst später dann ausgezeichnet. Aber naja, so schwer ist es ja auch nicht. Bin ja nicht das erste Mal mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, die Radbahn Münsterland geht also oder fährt zwischen Rheine und Coesfeld. Ich glaube, sie wird meistens auch von Coesfeld nach Rheine beschrieben, aber ist für mich halt günstiger, wenn ich schon mit dem Zug fahre, dass ich dann zuerst die weite Strecke fahre, also bis nach Rheine und dann von Coesfeld nach Hause ist es nicht mehr ganz so weit. Ja, wenn das Wetter mitspielt und ich noch Lust habe, dann kann auch sein, dass ich sage, ich fahre von Coesfeld aus nach Hause mit dem Rad und dann verzichte ich halt auf die Bahn. Ja, ich denke mir, dass ich eigentlich recht viel Glück mit dem Wetter gerade habe, weil dadurch, dass der Wetterbericht so schlecht ist, werden die ganzen Freizeitradler heute erstmal nicht unterwegs sein. Wobei ich dem Wetter immer noch nicht so ganz traue. Also ich rechne schon noch damit, heute nass zu werden. Aber ich habe Regenzeug dabei. Alles gut. Auf jeden Fall muss man sagen, dafür, dass ich ziemlich starken Gegenwind habe, der kommt von
vorne links, also nicht ganz frontal, aber dafür ordentlich. Fahre ich hier aber trotzdem noch recht entspannt mit 18, 19, 20 km/h, weil naja, ist halt mal wieder so ein grüner Tunnel. Dementsprechend ist natürlich von rechts und links auch ein bisschen windgeschützt. Und flach ist es ja hier auch. Da ist es echt ein entspanntes Dahinradeln. Da hinten stand gerade ein Schild, dass ich Rainer Gebiet verlassen habe und jetzt in der Gemeinde oder Kreis, weiß ich jetzt gar nicht, Neunkirchen auf jeden Fall. Ja, die ersten Tropfen fallen jetzt hier, aber ich glaube nicht, dass das allzu viel wird, deswegen fahre ich einfach weiter, weil in meiner Richtung da hinten wird es wieder hell. Ich denke mal, es passt dann schon. Hoffe ich mal. So, und schon wieder eine Gemeindegrenze überschritten. Jetzt Gemeinde Wettringen. Das geht ja wie das Brezelbacken. Schon wieder eine Gemeindegrenze. Jetzt Steinfurt. Ich denke mal, da Steinfurt ein bisschen größer ist, wird es jetzt ein bisschen länger dauern, bis ich die nächste Ortsgrenze erreiche. Aber man weiß ja nicht. Manchmal ist das ja auch nur so ein kleiner Zipfel, den man durchfährt. Ja, da hinten stand gerade ein Schild. 600 Meter kommt ein Melkhus. Aber wir haben es jetzt 10 vor 12. Wäre ja genau passend. Vielleicht gibt es da ja eine Kleinigkeit für mich. Schauen wir mal. Ein Satz mit X war wohl nichts. Ja doch, wäre schon gewesen, aber da war mir zu viel los. Ich glaube, da war gerade eine Gruppe mit 20 Fahrrädern. Da hatte ich jetzt auch keine Lust drauf. Also weiter. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht irgendwas in der Tasche. Was dem Velotourer sein Kaffee und Kuchen ist, dem Eddy sein Eis. Ich habe hier gerade so einen riesen Eisbecher hier vorne an dem Bauernhof ergattert. Hier ist eine Bank in der Sonne. Das ist mein Mittagessen heute. Ich bin wieder unterwegs. Das Eis war richtig lecker. Direkt vom Bauernhof, vom Milchhof. Ja, und ich habe jetzt gerade auch schon wieder die nächste Gemeindegrenze überschritten. Jetzt sind wir in Horstmar. Hier gibt es eine kleine Schlucht direkt nach dem Bahnhofscafé. Kommt dann jetzt die Gemeinde Leer. Gerade die Gemeindegrenze überschritten. Und hier ist wirklich so eine richtig kleine Schlucht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hier ist ganz schön kühl. Schöne Lichtspiele hier.
Ja, da fällt mir gerade ein, ich denke mal, das ist nicht die Gemeinde Leer, sondern Lahr. Ich denke mal, dass es sich um das altdeutsche Dehnungs-E handelt. Dieses AE. Und dementsprechend wird es dann halt Lahr gesprochen mit langem A. Kann man sich schnell mal vertun, ist man ja nicht mehr gewohnt. Es sei denn, man wohnt in Coesfeld oder in Buhe. Da ist es noch sehr gebräuchlich. Dahlfeld. Ja, die 40 Kilometer habe ich jetzt schon mal auf dem Tacho. Dürfte es eigentlich nicht mehr allzu weit sein. Vielleicht noch 5? Ich habe keine Ahnung. Kann aber eigentlich auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass ich schon so nah an Coesfeld dran bin. Ja, manchmal ist das schon sonderbar mit den Entfernungsangaben von solchen Radwegen. Auf jeden Fall zieht es sich jetzt wieder zu, wird ordentlich dunkel. Ich denke mal, ich werde wohl doch mit dem Zug zurückfahren. Mal schauen. Ja, ihr habt es gesehen. Da stand gerade Stadt Coesfeld, dann kann es ja doch nicht mehr allzu weit sein. Von der Seite, da wo die dunklen Wolken sind, von da kommt auch das Wetter. Ich habe es jetzt noch 4 Kilometer, aber 4 Kilometer bis Coesfeld. Ich weiß ja nicht, zum Bahnhof ist dann auch noch mal ein Stück. So, Coesfeld wäre erreicht. Mal gucke ich mal, dass ich zum Bahnhof komme, weil da wird es, hinter mir wird es verdammt schwarz und das zieht in meine Richtung. Ich bin immer noch unterwegs oder schon wieder unterwegs. Ich war am Bahnhof, ja, leider 2-3 Minuten zu spät. Der Zug war gerade weg. Dann müsste ich eine Stunde warten auf den nächsten Zug. Und dann müsste ich in Dülmen auch noch mal lange warten. Das heißt, ich würde, ich glaube, schon mal mindestens 1,5 Stunden warten. Plus die Fahrzeit. Ich glaube, dann bin ich mit dem Fahrrad fast genauso schnell. Ja, ich habe es jetzt noch 30 Kilometer. Ich glaube 35 sowas waren es, als ich da am Bahnhof losgefahren bin. Naja, passt schon. Das Stück aus Coesfeld raus bis jetzt ist irgendwie viel schöner zu fahren. Man sieht auch mal ein bisschen mehr von der Landschaft. Aber ich denke mal, da vorne kriege ich gleich den Hintern nass. So, hier auf dem Tannenberg mache ich noch mal eine letzte Pause. Hinter mir ist eine andere Kapelle. Ja, ich werde dann gleich 95 Kilometer voll haben oder sowas. Nee, 85, 87, 90 Kilometer. Oh, nicht 95. Ja, der Wind, der macht einen dann doch zu schaffen. Ja, ich bin mal gespannt, ob alle Aufnahmen Ton haben. Weil ich habe gerade gesehen, die Rodefunkstrecke
Da ist der Sender leer. Jetzt habe ich das andere Funkmikrofon dran. Zum Glück beide dabei. So, kleines Fazit. Für wen ist die Radbahn Münsterland was? Ich würde sagen, für alle die, die mal eine ganz gechillte, ganz ruhige Tour machen wollen, die sich nicht viel Gedanken machen wollen über Wegeplanung und dergleichen, weil ist wirklich gut ausgeschildert. Navi braucht man eigentlich nicht. Einzige vielleicht in Steinfurt, da ist es ein bisschen, dass man aufpassen muss, aber ansonsten wirklich easy. Ja, ich bedanke mich dann also jetzt fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.